Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Ostseeküste 22 mit mir, dem Ernie, als Lohner. Servus! Und jetzt als allererstes natürlich, ich hoffe es geht euch gut, ihr seid alle gesund und ihr seid alle fit im Schritt. Das ist das Wichtigste. Kalt ist es geworden, schneien tut's heute hier, wie ein Weltmeister, meine Herren. Trotz Schnees ist unser Drescher hier jetzt gleich voll, das heißt wir können jetzt erstmal ganz locker wieder in unseren, ja, nee, den brauchen wir gleich, in unseren Johnny springen und ihn erstmal wieder abtanken, damit wir uns dann auf dem anderen Feld, da habe ich einen Auftrag Düngen angenommen, ja, damit wir das erstmal erledigen können und dann immer so weiter. Genau. So, jetzt fahren wir erstmal hier schön ran. So, Dalle. Meine große Hoffnung ist es ja, dass wir jetzt den Rest dieses Feldes, und davon gehe ich mal ganz stark aus, dass wir den hier auf jeden Fall mit reinbekommen. Also in den Kipper, damit wir diesen Auftrag hier heute auch abschließen können. Endlich mal. Und dann zu einem neuen natürlich, ist klar. So. Wir lassen ihn jetzt aber auch erstmal fix überladen. Dann fahren wir ihn wieder beiseite, damit er hier auch genug Platz hat zum Drehen, Wenden und was weiß ich nicht alles. Ne? Wir wollen ihn ja hier nicht im Wege stehen. Unserem Juten mit kurzer Hose, jawohl. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, sehr schön. Er hat es wieder drinne. Dann werden wir jetzt hier schön beiseite fahren. Ihn weitermachen lassen. Und dann mal schauen. So, genau, zu dir wollten wir. Hier hatte ich jetzt ein Feld angenommen. Das kann man jetzt gar nicht so, so groß ist das nicht. Wie gesagt, viel ist auch im Moment nicht zu wollen. Aber das ist nicht schlimm, wir nehmen das, was kommt. Und wir nehmen auch die Kleinigkeiten mit, ne? Wir wollen ja hier nicht auserschämt werden oder sowas. Wir machen auch Kleinaufträge für unsere netten Bauern. Landwirte heißt es ja. Ich weiß nicht, ist Bauer eigentlich in letzter Zeit oder schon länger ein Schimpfwort? Wenn es so ist, es ist von mir nicht so gemeint. Früher war Bauer, so zu meiner jugendlichen Zeit, war das kein Schimpfwort. Also absolut nicht. Aber ich hatte mal gehört, dass es wohl sich so ein bisschen geändert hat. Aber sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Also wie gesagt, wenn ihr da was wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Korrigiert mich. Ne? Maßregelt mich, wie auch immer. Das ist völlig in Ordnung. Ich will das ja auch richtig von mir geben hier alles. Und so wie ihr seht, einmal rumgefahren. Und wir haben diesen Auftrag dann auch erledigt. Dann können wir das wieder wegbringen. Ich kann zwar nochmal gucken, ob wir noch einen Düngeauftrag haben. Da können wir ja gleich mal reingucken. Aber ansonsten, ja. Ist dieser kleine Auftrag dann auch erledigt? So, Dalle. Da noch rum. Dann die Mitte noch. So, fahren wir noch hier lang. Ach komm, wir sind anständig. Ist zwar schon beendet, aber auf die paar Krümel kommt es ja auch nicht drauf an. Ja, machen wir das hier noch fertig. So, siehst du wohl. Sehr schön. Gut, dann schauen wir mal in die Aufträge selber rein. Ja, wie gesagt, ist ja schief gelaufen. So, den Düngen können wir abschließen. Sehr schön. Haben wir noch einen Düngenauftrag, wo ich es hinten dran habe? Nein, das sind nur noch Ernteaufträge. Kann ich hier nochmal aktualisieren? Geht da noch was? Wir schauen nochmal. Oh ja, jetzt ist wieder einer rausgesprungen. Und das ist auf Feld 4. Na, den nehmen wir dann ja wohl an. Vertrag akzeptieren. Wenn er denn will. So. Das war jetzt, was war das? Feld 4. Nick. Feld 10. Wo ist denn Feld 10? Da müssen wir mal gucken. Also wir sind hier. Warte mal, wir sind hier. Feld 10. Aha. Also jetzt hier wieder runter. Da hoch, links und dann da. Schauen wir mal. Wo kommen wir denn jetzt hier lang? Wir müssen ja da auf die Straße. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, würde der Kaiser sagen. Ein Momentchen mal. Da geht's runter. Wie ich das schon beim letzten Mal erwähnt hatte, ist das echt heftig hier mit dem Kabinenwackeln. So, warte mal. Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg oder doch, ne? Feld 10. Wir nehmen die nächste gleich rechts und dann links. Okay. Ab geht der Peter. Lustiger Schuh wieder. Dann machen wir das so.
KI-Verkehr dürfte hier ja nicht sein. Und wenn, fahren wir an die Seite. Wir wissen ja, der ist radikal hier. Jetzt müsste doch eigentlich, oder bin ich jetzt schon an der Straße? Ich bin wahrscheinlich wieder an der Straße vorbei. Hundertprozentig, natürlich bin ich wieder dran vorbei. Ja, Ernie, du bist der Beste. So, warte mal, hier war jetzt ein Hof. Das war es nicht. Na gut, dann fahren wir halt anders. Dann ist das so. Ach, Leute. Ach, nee. Ich wieder. Vom Feinsten. Echt vom Feinsten wieder da. Nicht schlimm. Gut. Ja, was gibt es Neues? Ja, bin wie gesagt auch wieder am Arbeiten. Das wisst ihr ja seit letzter Woche Donnerstag. Bin wieder fleißig an meinen Linien am Drehen. Sind zwar jetzt nicht die Sahnestücke an Umläufen, die ich da bekommen habe. Ja, aber gut. Man muss auch dazu sagen, das ist jetzt der Rest des Monats. Die Tage sind da auch an den Kollegen verplant. Jetzt bin ich wieder da, will auch was haben. Und jetzt kriege ich erstmal nur die Reste. Ne? Da muss man ja auch mal fair sein. Das ist nun mal so. Und da müssen wir dann halt durch. So, jetzt erstmal vorsichtig Lucky-Lucky machen. Aber ich muss sagen, es macht wieder Spaß. Klar, jetzt kommt der Schnee. Das ist nicht so schön. Das ist immer so dieser Manko, den man hat bei meinem Job. Sprich auf Glätte und dies, das, jenes, gerade mit Fahrgästen und so. Aber es kann nicht immer nur Sommer sein, ist ja klar. Da muss man dann auch durch. Sind wir hier hinten eigentlich schon mal lang gefahren? Bin mir jetzt nicht ganz so sicher. So. Gott, hier ist aber Verkehr, du. Mein lieber Kukuschinski. Na gut. So, Feld 10. Da kommen wir dann ja auch super hin. Machen wir es halt von der Seite, dann ist das eben so. Ein bisschen durch die Lande fahren, ein bisschen die Karte noch kennenlernen. Ist doch schön. So. Warte mal, das muss dann die Spitze von dem Feld hier sein. Hier ist ein Graben, aber da kommen wir... Ja, hier kommen wir drauf. Sehr schön. Sehr schön. Ist zwar auch nicht hier der Klops, der Klöpse, aber wir nehmen alles mit, was geht. Nein, wie gesagt... ja, wenn alles gut geht, kommt am Donnerstag, zumindest wird dann erstmal die neue Heizung geliefert. Junior, also mein Ältester, kommt dann wohl am Freitag und baut schon mal die alte aus. Wasser runter von den Leitungen und ausbauen, da wollte er sich dann schon mal alles vorbereiten. Samstag hat er ja so in dem Sinne keine Zeit, weil da hat ja dann, also meine Frau feiert von Samstag auf Sonntag rein und da ist er dann auch Feierabends und dies, das, jenes. Also ich denke mal nicht, dass der da groß was machen wird und das muss er auch nicht. Wie gesagt, er wollte das wie gesagt vorbereiten, dann gucken, ob noch was fehlt, damit man noch was nachbestellen kann. So sind zumindest meine Informationen. Was steht da? Okay. Aber dann darauf, das Wochenende, da habe ich dann ja Geburtstag, ja, am Sonntag, immer eine Woche nach meiner Frau, wie passend. Und da wollte er dann den Freitag und eventuell dann den Samstag das dann abschließen, dass dann, wenn dann noch der Elektriker kommt an dem Wochenende, was ich sehr stark hoffe, weil nur der darf die aufklemmen, also an den Stromkasten, ne? Dann läuft die Geschichte wieder, dann kriegen wir hier wieder Wärme in die Bude rein. Klar wird der Kamin immer noch mitlaufen, aber dann wird es auf jeden Fall wärmer, weil wir, klar, jetzt haben wir jeden Tag, so wie jeder von uns zu Hause ist, den Kamin an, aber damit kriegst du kein ganzes Haus geheizt, das ist nun mal so. Und ich hoffe, uns platzen die Leitungen jetzt auch nicht noch, bis so eine Mann da das Wasser runternimmt. Da, wir haben, wie gesagt, jetzt nur, wie ich schon erwähnt hatte, den Kamin. Und da ist schon eine Menge Holz bei drauf gegangen. Das könnt ihr euch vorstellen. Und es wird jetzt ja auch nicht wärmer. Es wird, im Gegenteil, es wird ja immer kühler jetzt. Und auf jeden Fall, ja, wird Zeit, wie gesagt. Dass man den Kamin dann wirklich nur noch unterstützend wieder nehmen muss. Also eigentlich hauptsächlich zwecks der Gemütlichkeit. Und dass man hier auf der mittleren Etage halt nicht so die Heizkörper braucht. So, Thema Heizung wisst ihr jetzt auch ganz genau. Wie gesagt, Donnerstag, wenn alles gut geht, wird sie dann schon mal geliefert, dann ist sie wesentlich schon mal da. Ne, das ist ja auch was Positives. Ach ja. So. Einmal hier rum. Dann fahren wir jetzt hier die Mitte wieder. Wie sieht es aus bei unserem Drescher? Der hat 78%. Ja, gleich 80%. Ja. Dann können wir ihn auch wieder abtanken. Wir können ja gleich nochmal versuchen, ob wir da irgendwas aktualisieren können an den Verträgen hier nochmal.
dass wir das noch mitnehmen können. Was haben wir denn jetzt? 106.000. Ja, wie gesagt, das ist alles kleine Kacke. Da muss noch ordentlich was dazukommen, sonst geht unser Plan hier nicht auf. Klar kann ich jetzt auch auf diesen Mietkauf da wieder gehen, aber du brauchst ja Kapital. Du musst ja eine gewisse, ich glaube um die 20.000 oder je nachdem, was du kaufst, sind es dann ja immer, wenn man das zusammenrechnet. Und komm, wir machen das wieder fertig, das ist egal. Und dann halt pro Tag deine Miete. Und das Geld muss ja auch immer da sein. Ne? Das muss ja immer da sein, damit der Betrag kleiner wird. Und dass du es dann irgendwann vom Restbetrag, wenn du sagst, so, den Betrag kann ich jetzt auf den Tisch legen, dann kannst du ihn dann ja auch kaufen. So. Sehr schön. So, den Auftrag hatte ich ausgemacht. Jetzt ist aus. Mensch, Ernie, was machst du für Sachen? So, den Auftrag haben wir dann auch abgeschlossen. Sehr schön. Wir gucken nochmal, ob wir was hier aktualisieren können. Aber ich glaube, dieses Mal geht es jetzt nicht mehr, weil jetzt sind nur noch Ernten und Ballenpressen. Ihr seht, es wird dringend nötigst, dass wir hier an unsere Gerätschaften kommen, damit wir auf Ballenpressen gehen können. Weil das ist ja wirklich eine ganze, ganze Menge, was da angeboten wird. Das ist nun mal so und so, warte mal, ich muss noch mal auf die Karte gucken, entschuldigt bitte. Ah! So, einfach gerade runter die Straße, dann haben wir es, sehr schön. So, Innenansicht, wie ihr es von mir kennt. Der liebe, nette KI-Verkehr. So, ab dafür. So, Dalle. Haben wir das auch. Sehr schön. So, jetzt können wir auch gleich wieder abtanken. Die Meldung wird wahrscheinlich gleich kommen, dass er abgetankt... Oh, Alter, der hüpft aber auch, ne? Habt ihr gesehen wieder? Das geht ab wie mehrere Säcke Mücken. Ich finde das ja, eigentlich finde ich das ja geil. Aber man muss sich erstmal dran gewöhnen, ne? Man muss sich ja auch erstmal dran gewöhnen. Wenn du so über die Straße cruist, hier abtreckerst und alles. Ne? Und dann hier durch die Kabine geschleudert wirst, noch mit deinem Sitz hier... Batz, batz geht das, du. Haha. Ach ja. So. Ja, müssten wir ja auch gleich da sein. Karte kann ich ja erstmal wieder zumachen. Die brauchen wir nicht mehr. Wutz, da war er. Sehr schön. 61% haben wir drin. Also da können wir noch so ein paar Düngeaufträge auf jeden Fall mitmachen. Läuft. Läuft, läuft, läuft. So, irgendwas hat der Drescher aber da oben jetzt. Ich weiß nicht, warum er nicht weiterfährt. Müssen wir uns gleich mal angucken. Sehr komisch. Kam jetzt aber auch keine Meldung rein da über ihn. Na, mal sehen, was der wieder angestellt hat, du. Oh, nee, du. So. Oh, nee. Na, ja, nicht gegen die Mauer, Ernie. Du solltest schon mitten durchfahren. Ach, nee. So. Nicht das, ja, genau. Das hatte ich mir nämlich gedacht. Ach, der wartet jetzt. Der hat jetzt zu warten. Und der auch. So. Jetzt geht's hier wieder rum. Oh, klappt doch ganz gut, oder? Das kriegen wir doch hier ganz gut geschissen. Ah, das war zu viel. Nicht zu hektisch, Ernie. So, jetzt kommt er. Jetzt soll, kommt er dahin, wo er hin soll. Sehr geil. So. Okay. Abklemmen, dann bringen wir ihn auch gleich weg, dass er aus dem Wege ist. Und dann gucken wir mal, was unser toller Drescher da treibt. Also laut Anzeige bewegt er sich auch nicht. Es steht aber auch nicht, dass er abgetankt werden muss. Sehr merkwürdig. Aber gut. Erstmal dich hier rein. So, dann wollen wir mal schauen. Ne, du bist der Falsche. Was ist hier passiert? Ach so. Okay. Weil jetzt keine Meldung oben war. Na gut. Was war das hier? Das wollen wir ja gar nicht. So, jetzt haben wir's. Ich und meine vielen Knöpfe. Ich muss mir da echt mal was überlegen. Damit wir hier nicht so viel Buddelmuddel haben. Aber das könnt ihr ja schon von mir, ne?
Aber er hat es gleich geschafft. Das heißt, wir können dann auch gleich noch wegbringen. Sehr geil. Und können zusammen diesen Auftrag abschließen. Oh ja. Ein bisschen weggeglitscht. So. Rin damit. Sehr geil. Dann haben wir es ja auch gleich. Ja, Mensch, wunderbar. Dann haben wir das ja abgeschlossen. Dann kann ich ja beim nächsten Mal dann gleich gucken, was da noch, was wir als nächstes machen. Also auf jeden Fall natürlich klar ein Ernteauftrag. Das ist logisch. Das ist so. So. Was hat er denn jetzt? Ah, er hat es gleich raus. Und dann noch diesen letzten Rest hier. Und dann hoffe ich mal, dass das reicht. Nicht, dass das, was wir hier alles haben stehen lassen, oder er hat stehen lassen, dann nicht hinhaut. Aber das werden wir sehen. So, dich fahren wir jetzt erstmal aus dem Wege hier. Sehr schön. Dann gehen wir mal an dich rein, damit wir dir noch ein bisschen zugucken können. Ein bisschen Sabbelwasser wäre nicht schlecht. Ach ja. So ist das. Ja, Leute, aber ich sehe gerade, wir sind ja jetzt doch schon am Ende. Das heißt, ich werde diesen Auftrag jetzt noch für uns beenden und mir dann was Neues aussuchen. Das tut mir leid, dann schaffen wir das ja doch nicht mehr. Ich hatte eben gar nicht auf die Uhr geguckt. Es tut mir unendlich leid, Leute. Ich habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal dabei. Vergibt mir, wenn jetzt nicht jeden Tag immer eine Folge kommen kann. Ich muss selber sehen, wie ich das alles geschissen kriege. Ja, müssen wir gucken. Aber es kommt. Es kommt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Habt noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Ernie. Ciao, ciao.